So, es geht weiter mit unserer kleinen oder Karriere mit dem FC Schalke und wir sind momentan wieder in der Bundesliga, haben das erste Spiel auch gewonnen mit 2:1 und schön, dass ihr da wieder dabei seid heute. Ja, wir sind immer noch in der Transferphase. Der nächste Gegner wird übrigens der VfB Stuttgart sein und dann ist das Derby gegen Dortmund. Also erstmal in Stuttgart, dann zu Hause gegen Dortmund und dann ist Transfer-Deadline und dann gucken wir mal, wie es um mit den Finanzen aussieht. Ich weiß noch nicht, ob wir alle kriegen. Ich weiß noch nicht, ob wir alle kriegen. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen jetzt noch abgegeben bekomme bis Ende des Monats. Aber gucken wir mal. Die Frage ist, wer will, wer soll noch gehen? Also wer gehen soll, ist klar, sind dann auf der Transfer. Liste, aber naja, gucken wir mal. Also, Tabellenführer momentan dort, Wolfsburg, Dortmund und Werder und dann sind wir schon dabei vor Frankfurt oder Augsburg. Ihr seht ja unten die Tabelle noch eingeblendet, zumindest die ersten sechs. So. Gut, gehen wir rein ins Spiel. Ich habe viele Spiele auf der Transferliste. Naja, wir sehen gerade, sind einige Spiele, drei, vier Spieler, drei Spiele momentan, die auf Minus sind. Aber gucken wir mal. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rein ins Spiel. Spieltag Nummer 2 der Fußball-Bundesliga und Auswärtsspiel in Stuttgart. Auf geht's. Liebe Zuschauer, willkommen hier in der verregneten Mercedes-Benz-Arena, die der Austragungsort unserer heutigen Partie sein wird. Mein Name ist Wolfuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. So, gleich geht's los. Spieltag Nummer 2, Stuttgart. Mit denen haben wir auch eine gute Erfahrung. Haben wir damals, wo wir den Pokal gewonnen haben, haben wir das Spiel 4-3 hier in Stuttgart gewonnen. Aber das wird eine andere Mannschaft werden, definitiv. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Dann haben sich übelst viel geändert. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von und das sind unsere Jungs. Alexander Schwolo ist der Torhüter. Sead Kolasinac spielt mit Daniel Amati in der Verteidigung. Und vorne versuchen sie es in dieser Begegnung mit einem Einmannsturm. So, Auftakt ist gut gelungen und heute wollen wir den zweiten Sieg haben. Die ersten 45 Minuten an. Fakt ist, dass wir nächste Saison wieder international spielen wollen. Und das muss unser Anspruch sein, unser Ziel sein. Ah, schade, da war ein bisschen festgelaufen. Waldemar Anton. Voulet. Ah, da kommt aber keiner hin. Der ist nicht schlecht, der Ballschlager. Und das erste dicke Ding für den VfB. Ja. Mit Auge. Du willst kein Abseits, Richter. Oder Falzer. Da ist die Flanke.
Und wäre der da nicht dran gekommen, der Verteidiger des VfB, wäre das richtig, richtig gefährlich geworden. Diese Flanke, die da im Signal Iduna Park passiert, was es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Leverkusen, neuer oh. Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Zack, spielt den Ball. De Rosun. Und nächste Chance, aber kein Tor. Sabitzer, oh. Neuer Arbeitgeber heißt Lazio Rom. Achso, ja, von Dortmund. Ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. So, bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. In der, für uns vor allen Dingen. Wir sollen ja auch noch 94 Gänge sollen noch kommen. Ich habe euch ja die Liste in der letzten Folge gezeigt. Guter Pass jetzt. Naja. Was für eine Aktion. Kein Fall. Nein, 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 nein. Keine Richtung, Siegsrichtung mehr wieder. Es war fair beigespielt. Also der VfB macht mir gerade ein bisschen zu viel. Kurz ausgeführt. Flager. Flanke kommt nicht durch. Ecke. Kurze Ecke. Ah, wieder Schlager. Und jetzt ist er erstmal weg, aber ja gut, ja okay, der ist weit weg. Wenn ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, ja, dann ist es eher... Also macht der VfB meiner Meinung nach gerade einfach zu viel und... Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für... Das war doch kein Abseits. Neuer Spielstand, damit 1:0. 22 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Der VfB Stuttgart hat im Augenblick ziemlich klare Vorteile bei der Ballbesitzquote. Nicht nur bei der Ballbesitzquote, auch was die Chancen betrifft, sind die momentan nicht gut dabei. Jetzt haben wir es, Mustafi. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Die Abwehr sucht Kobylanski. Kobylanski und 1:0. Und der VfB macht einfach viel, viel mehr und trotzdem treffen die Gäste hier. 0-1, Martin Kobylanski, erstes Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Also, er hat alle drei Ligen getroffen. Ist ja seit Anfang an bei uns dabei. Kam hier von damals von Eintracht Braunschweig, wo wir abgestiegen sind in Liga 3. So, und jetzt geht's weiter für ihn. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pascal Stenzel. Also, wie gesagt, das Tor für die und für uns. Kein Foul. Abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ne, es war auch kein absolut gutes Zuspiel. Und damit da dieser super Trick von Kobylanski, der aber jetzt. Was macht er drauf? 2:0. Wunderbar. Der Keeper segelt daran vorbei und es steht 0:2, 35. Und es ist Christoph Piontek. Hab's gesehen. Ja, der Keeper bleibt einfach drin und statt den einfach rauszunehmen, weil der war eigentlich gar nicht so gut geflankt. Den hätte eigentlich locker haben müssen. Ja, und jetzt schützt 0:2. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 9, Christoph Piontek. Ja, auf jeden Fall erstmal er mit seinem zweiten Bundesliga-Tor oder mit seinem zweiten Saisontor für uns. Schöner Zweikampf. Und dann ist es still rauszoomen. Hereingabe. Und dann nächste Ecke. Also weiter auf jeden Fall, dass es Ecke gibt für uns. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Ja.
Und es gibt die Ecke, wo Mustafi presst und drückt und macht und tut. Und dann gibt's Ecke. Noch einmal in der Wiederholung. Da kommt die Ecke. Keine. Schade, das war eine gute Chance. Also das Spiel, erste Spiel, mit drei, als wir uns gegen Union gewonnen zu Hause, jetzt führen wir 2-0 in Stuttgart. Kann man so erstmal hinnehmen. Guter Ball auf Solari. Gut, auf außen, Mustafi kommt nicht raus, aber richtig, dass er sich den Ball holt. Hat er doch. Und dann ist Pause. Und man führt mit 2-0 und man weiß auch noch nicht so wirklich warum. Weil Stuttgart ja eine große Chance hatte. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er macht hier bislang ein gutes Spiel, hat ja schon sein Tor gemacht, die liegen vorne. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Naja, gucken wir mal, was jetzt gleich die zweite Halbzeit bringt. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten. Los geht's. Halbzeit Nummer 2 läuft. Zufrieden sein mit der bisherigen Leistung, soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Richter, der sich ja den Schaffers auf jeden Fall erkämpft hat, aber der gar nicht irgendwie die Möglichkeit hat, gerade was zu machen. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Da gewinnt Der VfB Stuttgart hat beim Ballbesitz klare Vorteile im bisherigen Spielverlauf. Ja, aber die Chancen, richtig. Die Chancen hatten sie ja, aber die haben sie nicht genutzt bisher. Da ist die Chance. Kein Tor. Oh, und Piontek mit einer riesen Chance. Das ist das 3-0 sogar. Glück gehabt. Wirklich Glück. Und es gibt die Ecke, glaube ich. Noch eine Ecke. Gute Chance. Und dann ist es Latza. 3-0. Flach hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Das hat sich schon angedeutet. Er hat nämlich den, war doch mit in der Situation vorher mit drin. Und jetzt macht das am Ende. 3-0. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Er ist der Elfball. Da ist er einfach gedankenschnell. Piontek, oder? War die Vorlage von unserem Mann? Und den Abschluss auch noch effizient. Naja, wäre auch mal. Jetzt ist es auf jeden Fall das 3-0. So, erstes Saisontor, sie klar. Sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Die Nummer 6, Danny Latza. Jo. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jo, eigentlich haben wir hier, das könnte die. Und das ist Widias, der jetzt da einfach mal durchmarschieren kann. Jetzt glaube ich vom Startpunkt ist weg durchmarschiert. Wir haben keinen Zugriff gekriegt auf den. Also zumindest nur noch 1-3. Dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Scheiße, schon wieder ein Gegentor. 3-0. Also, egal. 3-1. Ja, wieder nichts zu sehen. Wieder gekriegt, da ging 2. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Ah, schade. Ich da vorbeigekommen wäre, wäre es möglich gewesen. Auf jeden Fall, der VfB wechselt jetzt. Wir gehen mal ab ins Studio. Widias wieder der Torschütze. Wir haben hier den zweiten Treffer für Werder Bremen. Der neue Spielstand heißt damit 2-2. Gespielt sind 63 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Hey, Wu. Guter Pass. Raúl Ruidíaz. Falk. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn. Und wieder nicht. So, wir halten aber der Ball weiter im Spiel. Oh Gott sei Dank, ey. Jetzt bloß nicht so ein Ding noch sich reinhauen. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Ja, und schauen wir uns der VfB noch nicht so wirklich. Unglaublich. Jetzt wird's gefährlich. Noch ist hier einiges drin. Das spürt Ruidíaz wieder. Da sieht's gut aus. Jetzt sind sie am Ball.
Ach, das ist Glück, dass der Schnitzelnart zweimal auffasst. Weil der. Der darf nämlich nicht durchkommen. Der darf, wenn der nämlich durchkommt, dann ist das Ding hier durch. Ist der Piątek da vorne durch? So, Marco Richter jetzt mit Tempo geht vorbei am Verteidiger. 4-1. Und wieder nach einer Ecke. Der Konter nach der Stuttgarter Ecke. Oder nach einer anderen Ecke. Das kriegen wir irgendwie hin. Wenn wir die Bälle abfangen, kriegen wir die Konter gesetzt meistens. Na, doch, Querling kommt auf die Russzone, aber dann ist es jetzt nicht egal. Ich hab sogar das Ding gespielt. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ja, also 1-4, zweites Saisontor. So, und jetzt können wir auch mal ein bisschen durchwechseln oder beziehungsweise allgemein ein bisschen wechseln. Wir wechseln durch dreifach. Dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Die Gäste werden wechseln. Also Richter, wir haben es mit dem 3-0, mit dem dritten Tor. Schalke als nächstes zu tun bekommen. Ja, es geht Derby. Borussia Dortmund im nächsten Spiel in der Bundesliga. Zwei ausgeglichene Teams. Das ist natürlich ein guter Pass. Schöner Ball auf. Kurze Flanke jetzt. Ja, das gibt die Ecke. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Über ihn geht vieles heute, sehen wir auch in der Grafik, und er hat sein Tor gemacht. Ja, und zumindest auch eine Vorlage, ne? Er hat nämlich das eine Tor von der Eck von Latzer vorbereitet. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende. So, Dreifachwechsel, ein Rückkehrer dabei. Ja, das dürfte einen Abschluss geben. Ich glaube, dass einer von unseren Leuten noch dran war in dem Ball. Nee, gibt's nicht. Da war Stuttgart mit drin. Nächste Ecke. Jetzt ist er vorbei. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Also jedenfalls. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier das. Ach, Controller, geh mir nicht auf in Nüsse. Der Controller spackt ein bisschen rum gerade. So. Warum auch immer. Das erste Tor für die Hertha. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind 87 Minuten. Vielen Dank für die Info. Controller, geh mir nicht auf in Nüsse. Das ist genau das, was jetzt wieder passiert, ey. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. So, jetzt kommt der Ball. Ah, schade. Yuya Osako. Die Gelegenheit. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball. Dann war's das. Wir gewinnen am Ende mit 4-1 in Stuttgart. Hol diese drei Punkte. Sind gute Tore drin. Und ja, wenn ich ehrlich bin, waren die Stuttgart aber tatsächlich so ein bisschen, zumindest in der ersten Halbzeit, die bessere Mannschaft. Hatten durchaus ihre Chancen, um das Team miteinander zu stellen. Aber wir haben sie genutzt, sie nicht, und damit ist das Team auch durch. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Hat er gut gemacht, definitiv. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Jedenfalls haben wir unsere Aufgaben gelöst, unsere Hausaufgaben gemacht. Und das sollte auch so gut sein.
So, und wir haben ein weiteres Transferangebot. Kalliere will Knauf kaufen. Was hat denn der für einen Marktwert? Ich versuche mal zu verhandeln. So 7 Millionen will ich ihn zumindest noch für den Namen. So, neue Transfersumme auf jeden Fall mal vorschlagen. So, mal gucken, ob wir haben 7 Millionen. Okay, ist für euch. Das sind 1,5 Millionen über Marktwert. Okay, super. Das ist immer ein gut. Das ist okay. Da muss ich meine Spieler nicht unter Marktwert verticken. So, und das, ob es dann wieder weitergeht und das nächste Spiel, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin und tschüss.